So, moin moin hier wieder von Banks Games zu einem neuen Video, zu einem neuen News-Video. Es geht um die PlayStation 5 heute, wie ihr schon erkennen könnt, Und auf jeden Fall, sorry dafür, dass ich jetzt erst so ein Video raushaue. Die News sind schon so 2 Tage alt oder so, aber ich wollte es unbedingt noch raushauen, nur mein Laptop hat ein bisschen rumgespinnt die letzten Tage, deshalb konnte ich kein Video machen. Und jetzt haue ich halt ein Video raus und genau, ich fange mal an. Also die PS5. Sony bestätigt, bestätigt erneut das Release für Ende 2020, obwohl so schwierige Umstände sind momentan, beziehungsweise auch schwierige Umstände waren, dass zum Beispiel die Mitarbeiter auch unter Homeoffice und so arbeiten mussten. Sie haben halt im aktuellen Geschäftsbericht die Resultate des abgelaufenen Fiskaljahres präsentiert, und einen Ausblick auf den Zeitraum bis zum 31. März 2021 gegeben. Und ganz am Ende steht halt auch, dass die PS5 weiterhin Ende 2020 erscheinen soll. Also, wir können uns darauf freuen, die PS5 soll wohl dann dieses Jahr auf jeden Fall erscheinen. Und dann geht's weiter mit Epic Games, auch zum Thema PS5. Die haben nämlich ein Unreal Engine 5 Gameplay auf der PS5 gezeigt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, weil das sieht wirklich, wirklich, wirklich bombastisch, realistisch, bombastisch krass aus, finde ich. Ist halt, die spielen da halt so eine Demo von so einem Spiel. Das Spiel heißt übrigens Lumen in the Land of Nanite. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, auf jeden Fall. Ich schreibe es auch mal unter das Video in die Beschreibung. Die Demo, finde ich, sieht ein bisschen aus wie Tomb Raider. Das ist halt eine Frau, die da Ruinen erkundet, nur halt mit ein paar Special-Fähigkeiten, wie man dann noch sieht am Ende, aber erinnert schon stark ein bisschen daran. Ja, und was auf jeden Fall krass ist, was auch vom Entwickler gesagt wurde, dass fast fotorealistische Bilder möglich sind, also fotorealistische Gameplay-Bilder, und die globale Beleuchtung und hochauflösende Texturen ermöglicht diese fotorealistische Engine da. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Und es lassen sich außerdem so viele Polygonen erstellen, dass zum Beispiel normale Maps, die eine Tiefe und Struktur vertäuschen, gar nicht mehr nötig sind. Also das sind schon krasse Aussagen und krasse Sachen, die ja auch präsentiert werden. Auch das Gameplay an sich ist schon heftig. Und ich bin mal gespannt, also das soll krass, echt eine krasse Konsole anscheinend werden. Und außerdem hat der Epic Games Chef noch gesagt, dass das Speichersystem der PS5 auch sogar High-End-PCs übertoppen soll und überlegen sein soll. Und die Ladebildschirme sollen wohl auch bald endgültig der Vergangenheit angehören. Also das sind auf jeden Fall Aussagen, die wirklich, über die ich mich auch wirklich riesig freue. Das ist schon cool. Und ja, was sagt ihr dazu? Das war's auch schon von den News eigentlich, also so viel hatte ich jetzt gar nicht rausgesucht, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Guckt euch auf jeden Fall dieses Gameplay an, das ist richtig interessant und sieht auch wirklich, wirklich, wirklich nochmal bombastisch aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sorry nochmal, dass das Video so spät kommt, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games. Ach so, und denkt dran natürlich, ne, wenn euch das gefallen hat, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann immer dranbleiben für neue News und so weiter. Meine kommen vielleicht nicht immer auf den neuesten Moment, dafür kommen sie aber trotzdem. Und tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.